ist denn der Stuhl? Hier. Ach Gott, es ist immer irgendwas anderes. Und genau das ist das Problem, dass eben immer was anderes ist. Also es ist nicht immer dasselbe. Und das muss einen schon sehr aufmerksam machen. Jetzt muss man wieder hier genau an die Kante. Ich bleib mal genau an der Kante, weil worüber ich jetzt reden will, Benni, da wirst du dich wundern, das ist echter Wahnsinn. Das ist die Angst vor dem Nichts. Also eigentlich... Steht der jetzt genau auf der Kante? Es müsste eigentlich jetzt, obwohl, wenn wir jetzt da genauer drauf gehen würden, dann würde man das sofort sehen, worum es geht, wenn man also jetzt hier einsteigen würde, mit einem Mikroskop in die Materie einsteigen würde, aber das will ich jetzt gar nicht machen, dann würde man sehen, dass man unten beim Nichts landet. Also man guckt und guckt und guckt immer tiefer und dann landet man beim Nichts. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Es ist ja so, also ich bin da, Sie sind da und Sie sind da. Wo kommen sie her? Die Fragen kann man natürlich stellen und so weiter und so weiter. Ja, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter und so weiter. Und irgendwann kommt man dann an den Anfang des Universums und dann kann man fragen, woher kommt der eigentlich? Auf jeden Fall ist es immer ein Problem, da ist schon was da. Also es ist quasi schon ein Huhn da, aber das müsste ja aus irgendeinem Ei geschlüpft sein. Das heißt, das Ei müsste aber dann schon gelegt worden sein. Das heißt, das muss aber dann ein Huhn gegeben haben, das Ei gelegt hat. Sie kennen ja diese Henne-Ei-Problematik. Und jetzt... muss es ja dann, wenn, was ist denn das Gegenteil von etwas? Nichts. Also gar nichts. Überhaupt nichts. Also nichts im Sinne von, nichts halt. Jetzt kann man über nichts eigentlich nicht viel sagen, werden Sie sagen. Es stimmt aber nicht. Es ist nämlich alles... Es ist irre. Ich fange mal am besten vorne an und dann können wir mal gucken, wie weit wir kommen. Es ist nämlich eine irre Geschichte. Letztlich, kommen Sie mal näher, kommen Sie näher. Letztlich kommen wir alle tatsächlich aus dem Nichts. Und zwar müssen wir unterscheiden. Wir haben das philosophische Nichts und das philosophische Nichts ist noch, ja, nicht nichtiger, sondern... Also ist noch leerer, ist also total leer, während das physikalische Nichts, werden Sie sehen, da ist noch was da. Und da ist auch noch was drin. Und dass es das physikalische Nichts gibt, beziehungsweise den Begriff des Vakuums, das ist schon eine tolle Sache. Wie fange ich jetzt an, damit wir das didaktisch gut hinkriegen? Gehen wir doch mal hier hinten an die Kante. Also, gehen wir an die Kante. Wir sehen hier den Stuhl an der Kante dieser Fläche. Das heißt also, da wo die Fläche nicht ist, da beginnt ja jetzt was Neues. Das ist ja völlig klar. Also da, also wir können ganz klar sagen, wir haben die Fläche, die hat eine Farbe und um sie herum ist was. Und genau so haben die ersten Philosophen nämlich jetzt auch sich überlegt, wenn es etwas gibt, was ist, dann muss das ja sein in einem riesigen Meer von Nicht-Ist. Also Nicht-Sein. Wenn es, ja, es tut mir leid, also wenn es ein Sein gibt, also da gibt es etwas, was ist, dann kann das ja nicht schon immer da gewesen sein, sondern es hätte ja dann schon mal, es kann ja nur aus einem Nichtsein heraus entstanden sein. Also so hat man sich das überlegt. Ja, ist auch nicht sehr überzeugend gewesen, hat sich auch nicht lange gehalten. Aber ist einfach der Denkteil dieser Vorstellung, wenn es etwas gibt, dann muss das ja irgendwo hergekommen sein und da, wo es hergekommen ist, da gab es es ja vorher nicht. Also muss das, wo es hergekommen ist, anders sein als das, wo es heute ist. Ja, das ist Philosophie. Ja. So hat es ja angefangen. Also ursprünglich hat man ja sich überlegt, es gibt vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und dann hießen, ja, aber das geht so ohne weiteres auch nicht. Dann kamen die Atomisten, also Leukip und Demokrit, schon ein paar Jahre her. 2300 Jahre her. Und die haben sich überlegt, es gibt eben das mit den Elementen, Feuer, Wasser, Luft und Erde, ist ganz nett, ist aber nicht der Bringer, sondern das, was wir machen werden, ist, wir werden Teilchen einführen, Atomos, unteilbare Teilchen. Und sonst brauchen wir nur Leere. Es gibt nur die Atome und die Leere. Das war die Vorstellung der Atomisten. Naja, und wenn man sich das mal überlegt, was wir heute so machen, dass wir heute zum Beispiel in der Schweiz einen großen Beschleuniger haben, der auf der Suche ist nach den allerletzten Teilchen, weil die Atome der Griechen, die haben sich ja eben nicht als unteilbar erwiesen, sondern sind ja teilbar. Da ist schon noch was drin. In den Atomen gibt es ja Atomkerne. Ja, die Atomkerne werden umschwirrt von den Elektronen, aber in den Atomkernen selber gibt es dann noch Protonen und Neutronen. Da stellt sich raus, Mensch, das ist auch noch nicht das Ende, ist auch noch nicht unteilbar, sondern gibt es noch die Quarks, die Protonen und Neutronen aufbauen. Und dann stellt man fest, die Quarks, ja, die sind offenbar elementar. Aber de facto ist es so, dass alles, was ist, und merken Sie es, ich bin ja Katze, die um den heißen Brei rumgeht, ich rede die ganze Zeit um das, was ist, weil
Wo es herkommt, wissen wir nicht. Und die Idee des Nichts wäre ja dann, dass da, wo die Materie nicht ist, wo also überhaupt nichts ist, keine Materie, keine Strahlung, kein gar nichts, da wäre das Nichts. Und das Perverse ist, dass egal was wir machen, wenn wir in die Materie reinschauen, stellen wir irgendwann fest, wir landen im Nichts. Andersrum gesagt, gehen wir wieder zu unserem astronomischen Fenster. Wenn wir ins Universum rausschauen, jetzt gucke ich mal so universell, und wir schauen immer weiter und weiter und weiter und weiter ins Universum raus, was wir nur tun können, weil da draußen sowieso schon fast nichts ist, weil wenn da was wäre, würden wir die Sterne gar nicht sehen, würden wir die Galaxien gar nicht sehen. Wir können ja überhaupt eine Astronomie betreiben, weil das Universum so leer ist. Ansonsten, wenn wir hier jetzt von der dicken Steppdecke umgeben wären, das Sonnensystem, da würden wir ja kein Licht vor den anderen Sternen sehen. Also Steppdecke ist natürlich jetzt übertragen, wenn wir in einer Gaswolke sitzen würden, würden wir ja gar keine Astronomie machen können. Aber wir können Astronomie machen. Warum? Weil das Universum so leer ist. Und wenn man da mal genauer hinguckt, da draußen, da ist ja fast nichts. Also fast nichts eben. Das ist aber schon physikalisch. Philosophisch ist das Nichts ganz anders. Philosophisch ist das Nichts eben nicht physikalisch. Also philosophisch ist das Nichts das totale Gegenteil von allem, was ist. So müssen Sie sich das denken. Das ist nicht einfach. Das war auch für die Philosophen nicht einfach, denn die Vorstellung der Atomisten, es gäbe nur Atome und des Nichts, hat Aristoteles, auch ein Philosophen, Grieche, dann dazu geführt, dass er sagt, nein, nie im Leben, es gibt überhaupt kein Nichts. Horror vor dem Nichts, Horror vacui. Weil überall, wo ein Leerraum ist, würde was hindrängen. Da hat man sich dann überlegt, es gäbe sowas wie ein Äther, also so ein Stoff, der die ganze Welt durchdringt und deswegen gäbe es auch kein Nichts. Also kein philosophisches Nichts, gar nichts. So ist das. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal gemerkt haben, aber was das Nichts oder das Weniger für einen Druck ausüben kann, für eine Kraft hat. Da gibt es ja zum Beispiel diese Saugnäpfe, die man dann hier so drauf machen kann und dann kann man den ganzen Tisch hochheben, weil es herrscht ein Unterdruck. Unterdruck heißt ja nichts anderes, als dass da weniger ist als drumherum. Sonst wäre es ein Überdruck. Wenn da mehr Druck wäre, wäre es ja nach außen drängen. Aber Unterdruck heißt, da ist weniger. Und von was ist es da weniger, Benny? Ne? Da ist weniger Luft. Genau, du sagst es. So, das heißt also, wir können aus dem Vakuum, offenbar aus dem weniger Materie, kann man eine Kraft machen. Wenn da also ganz wenig ist, wie zum Beispiel ein Universum da draußen, da könnte offenbar eine Kraft da sein, die aus dem ganz, also wenn fast überhaupt nichts da wäre, dann würde das auch eine Kraft bedeuten, relativ zu dem anderen. Also wir merken ja bei diesen Saugnäpfen auch nur was, wenn wir dran ziehen, dass wir damit zum Beispiel Gegenstände hochheben können. Das heißt, der Unterdruck, das etwas, das ist ja noch nicht das Nichts, ich weiß, aber es ist quasi nichts, es ist weniger, dass da was drinsteckt, eine Kraft drinsteckt. Also der Unterdruck, da ist zum Beispiel der berühmte Otto von Guericke, hat also in Magdeburg seinerzeit ja eine Kugel, die war zusammengeschraubt, zwei Teile, leer gepumpt, also die Luft rausgepumpt und hat dann links und rechts jeweils vier Pferdegespanne ziehen lassen. Wir haben die nicht auseinandergekriegt. Ja, das heißt also, der Druck oder die Kraft aus dem Nichts war für diese Pferde zu groß. Aber das ist eben gesagt, wie gesagt, das physikalische Nichts. Die Physiker, die kennen ja keine Gnade. Die machen sich sogar an das Nichts ran. Nehmen wir also mal an, fassen wir noch mal kurz zusammen. Wir haben ein Nichtsproblem bei der Materie. Ganz unten. Also da, wie es so schön heißt, Materie besteht nicht aus Materie. Da unten ist irgendwas am Wabern, aber wir wissen nicht, was es ist. Wir haben ein Nichtsproblem im Universum. Das ist riesengroßes Universum. Das ist immer leerer und leerer und leerer. Was ich immer sage, da draußen ist ein Teilchen pro Kubikmeter. Das ist eben perfektes Vakuum. Und da unten bei den Teilchen ist auch nichts. Also irgendwo dazwischen steht der Mensch. Und er kann überhaupt nur stehen, weil er natürlich mit dem Nichts nichts zu tun hat. Er ist weder ein Elementarteilchen, noch ist er ein ganzes Universum. So. Aber er fragt danach, wo kommt das alles her? Und er sagt, es ist was da, also muss es ein Nichts gegeben haben. Für die Physiker ist jetzt völlig klar,
Das ist nicht das philosophische Nichts, was wir untersuchen können, aber wir können das physikalische Nichts untersuchen. Wir können ein Volumen nehmen, einen Raumbereich nehmen und können praktisch alles rausschmeißen, was da ist. Alles, alles. Also ich würde den Stuhl hier rausschmeißen, die Tür, den Fenster, Fensterrahmen, alles raus, alles komplett weg, die Luft raus. Das wäre natürlich blöd, weil dann bin ich auch, dann bin ich auch tot, also dann bin ich ja weg. Aber nehmen wir mal an, wir würden das Gesamte komplett total ausräumen, total. Was bleibt dann übrig? Das ist immer noch nicht leer, weil was dann übrig bleibt, ist immer noch die Temperatur der Wände. Die Temperatur der Wände führt dazu, dass Strahlung in dem Volumen drin ist. Das heißt, die Strahlung muss auch noch raus. Mit anderen Worten, wir müssten dieses Volumen, diesen Raumbereich auch noch abkühlen, möglichst so weit abkühlen, bis es überhaupt, also bis überhaupt keine Temperatur mehr da ist. Wobei, so eine Temperatur gibt es nicht. Also, dass überhaupt keine Temperatur mehr da ist, bleibt immer irgendwas übrig. Denn, jetzt kommen wir wieder auf meinen, Sie wissen, weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich bin ja so ein Freak. Ich liebe ja die Quantenmechanik. Unter anderem vielleicht auch deshalb, weil man sie nicht verstehen kann. Aber sie liefert solche merkwürdigen Ränder, so, hey, da geht was. Wenn die Quantenmechanik stimmt, und Sie wissen ja, Erfolg ist kein Wahrheitskriterium, stimmt, aber mit der Quantenmechanik hat man so 40% des Weltbruttosozialprodukts erwirtschaftet, vor der Finanzkrise. Weil die ganze gesamte digitale Elektronik ist Quantenmechanik, die Kamera ist Quantenmechanik, Sie sind Quantenmechanik, die Stabilität der Materie ist Quantenmechanik, Licht ist Quantenmechanik, alles, ja, irre. Wenn die Quantenmechanik also nicht völlig falsch sein sollte, dann kann man sich also überlegen, was passiert denn mit Raum und Zeit in einem Volumen, in dem nichts ist, aber wirklich gar nichts. Keine Temperatur, keine Teilchen, nichts, niente, absolut überhaupt nichts. Ja, dann bleiben eben diese quantenmechanischen Schwankungen übrig. Alles schwankt, alles. Auch das Nichts, das physikalische Nichts, ist nicht nichts. Also das ist nur ein Nichts zweiter Ordnung gewissermaßen. Da ist noch was drin. Und zwar die Fähigkeit der Welt zu schwanken. Wenn die Welt eine quantenmechanische Welt ist, dann ist sogar das Nichts ein quantenmechanisches Nichts. Und dann kann eben immer ein bisschen was passieren. Das Irre an den Fluktuationen in der Quantenmechanik ist nämlich, da ist, wie soll man sagen, Potenzial da. Oder wie es hier in Bayern so schön heißt, da geht noch was. Ja? Da geht noch was. Da wird noch was passieren können. Während wenn die Sache einmal gebaut, wenn einmal fertig ist, hier zum Beispiel die Tasse. Nehmen wir die Tasse. Die Tasse ist ein klassisches Objekt. Die Tasse steht auf dem Tisch. Der Tisch war übrigens schon eine Akkretionsscheibe. Und diese Akkretionsscheibe ist aber hier ja wirklich schön fest. Stellen fest, der ist auch da, die Tasse ist da und das wird sich jetzt absehbar nicht verändern. Hier geht jetzt nichts mehr. Der Tisch ist ein Tisch, die Tasse ist eine Tasse, in der Tasse ist Kaffee. Da kann auch nicht, beim Kaffee könnte man sagen, naja, wenn der richtig heiß ist, können die Atome teilweise, die Moleküle, Kaffeemoleküle teilweise verdampfen. Aber der hier ist nicht so heiß, dass der Kaffee verdampfen könnte, aber lassen wir das. Entscheidend ist, das, was Sie hier sehen, das ist alles da. In der Quantenmechanik ist es eben nicht so. Da kann der Kaffee auch mal außerhalb der Tasse sein und der Tisch, der kann auch mal außerhalb von sich selbst sein und die Tasse kann mal der Tisch sein und umgekehrt, weil die Ort und Impuls, ja. Jetzt, doch. Die Tasse kann der Tisch sein und... Also da, ja, das, ich weiß, jetzt das klingt... Jetzt habe ich den Faden verloren. Das tut mir leid, aber es ist tatsächlich so, dadurch, dass eben nichts ganz fix ist, bleibt immer ein Rest Unsicherheit. Ja, also wenn es ganz fix ist, wenn du einen fixen Zinssatz kriegst, dann weißt du ja, wie viel Zinsen du kriegst. Aber wenn es heißt, naja, das kann mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, es könnte auch mal ein bisschen ganz wenig sein, es könnte auch mal negativ sein, dann kriegst du halt nichts. Dann musst du im Gegenteil noch bezahlen. Und die Quantenmechanik ist so eine Theorie, die dir keinen fixen Satz gibt, sondern in dem alles schwankt. Das Irre ist nämlich dann, dass man sogar an den Anfang des Universums gehen kann und kann mal behaupten, nehmen wir mal an, es gäbe noch gar nichts, noch nicht mal ein Universum. Woraus könnte es dann entstanden sein? Und dann ist man tatsächlich, Sie werden es nicht glauben, wieder bei dem alten Aristoteles, der gesagt hat, das totale Nichts kann es gar nicht geben. Also, dass überhaupt nichts mehr geht. Sondern die moderne Physik gibt dem Aristoteles quasi recht. Der Horror vor dem totalen Nichts hat möglicherweise dazu geführt, dass es die Welt gibt, weil so ein bisschen was geht immer und offenbar hat vor 13,7 Milliarden Jahren irgendwas geschwankt. Und daraus ist dann das Universum entstanden. Der Wahnsinn ist nur, dass sich schon vor 2.500 Jahren Menschen darüber Gedanken gemacht haben, über einen Begriff, über den man eigentlich so gut wie gar nichts sagen kann. Über das Nichts. Also im Grunde genommen ist doch über das Nichts jetzt auch in dieser Sendung so gut wie nichts rausgekommen.
Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich darüber ab und zu mal Gedanken machen kann. Obwohl, ich mache mir jetzt über gar nichts mehr Gedanken. Jetzt ist Schluss. Tschüss.